Anfang ganz ruhig. Du meinst unser Home in der Gegend gerade? Ja, ein bisschen. Sollte da mal hinfahren, kurz mal safen. Sollten wir vielleicht öfters machen. Billy hat uns geschrieben, wir brauchen mal deine Meinung. John, komm bitte zum Haus. Wir sind schon unterwegs. Was für eine Meinung? Ui, Gruppe 6 ist hier unterwegs. Hat das Diamond wieder befüllt? Oder überfallen? Eins von beiden. Ein Officer. Uah. Also ich muss sagen, das Auto rutscht nicht direkt, wenn man irgendwie abbiegt. Das ist schon mal gut. Also überall Gruppe 6, was ist denn jetzt los? Ist doch für ins Industrieviertel. There, James. How you doing? Getting through it, brother. Just about. Listen, that guy we stole those Angels of Death bikes for, he's got a whole shopping list of bikes he wants. You interested in procuring them for him? As long as it ain't gonna get us in the shit with any more dirty cops. Them cops ain't around no more. Get Angus on the wire when you're ready to roll. He's got the details. So long, brother. Gut. Bevor wir starten, ich erstmal rein. Moin, Freunde. Ich schlafe jetzt wieder im abgefuckten Zimmer. Geiles Lied. So Freunde, ich komme gleich rein wieder. Ich muss nur kurz die Mission starten. The shit's cursed. Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You fucking mind. Easy, Jim. Look who the fuck you're speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. I think a guy like you should be pleased. Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So, fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now, I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead, hamster. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Okay. Ja, gut. Das war auch. Billy, wie lange machen wir das noch alles? Cops are poking around, Bill. We should chill out. You haven't been talking, have you? Don't forget what happened when Horse sang his little ditty. I'd never talk to a pig, but there's a lesson to be learned, all right. Schutzweste. You ever had a girlfriend, Brian? I'm gonna waste my time with that crap.
Futrister dazu, wenn wir hier in diese Convoy fahren. How'd you find out that H belonged to the Triads? They got word out all over town. Brought it into Liberty on a ship called the Platypus a few weeks back. Shit, Jim. You're just a font of information, aren't you? Man heute auf dem Bike auch so runterkicken kann, in den GTAs, wo man so rumkriegen kann. Es regnet sogar einmal. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. It was a pleasure beating you, gentlemen. Oh my God. Yeah. Good. All right, Jim, Johnny, since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are going to be the ones to hand over the Brown to the Slopes. What? What are you and your boy here going to be doing? We are going to watch your backs, because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're looking out for them. This better be cool, man. So, Johnny, this is, Okay. We gonna be cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit! Fuck you! Oh, yeah, klar. Where the fuck's Billy? Okay. Take this shit! Na toll. You know who I am? Oh, coole Figur. Das ist cool. Das ist immer mal. Hey, cover! Come on, man, let's go! I'm coming for you! Your time is fucking up! No, Jim!
weiter. Get over here! Warte mal. Ah, ist Medikit. Achso. Okay, ich dachte, hier geht es oben weiter. Scheint nicht. So, unten weiter. Zuvor, okay. Wow. Einfach wow. Wie er die Leiter super genommen hat. Das ist einfach nur ein Loop. Show your fucking faces! So, Nico, sag ich hier, Johnny, du solltest klettern lernen. Jetzt kommen auch noch die Cops. Ich wurde gefeiert. You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air! Now! Fuck you, Johnny! You're dead! Shut your goddamn mouth! Shut you're your mouth! Dead! Shut up! What? Man, what the fuck? Where's Brian? Johnny Kleibitz. Brian, man, shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out. Thanks to you. Out around the corner. We're coming. Wait there. Let's get back to the bikes. Suspect William Gray arrested in Chinatown incident. Unit back down. Man, what the fuck? What happened back there? Someone should light a fire under your ass, man. So, du bist jetzt der Präsident der Lost Crew, die Gruppe. Okay, komm, wir fahren schon mal vor. Ich fahre jetzt einfach vor. Ich bin jetzt der Boss. Billy hat jetzt gar nichts mehr zu sagen. Billy kann jetzt einsitzen, aber keine Ahnung. Er hat gesagt, er bleibt unten. Ich würde gerne reden, ja. Ihr müsst halt hinterherkommen, ihr müsst halt mithalten können. Ah, das ist mir ehrlich gesagt. Johnny, man, we gotta have a meet for all the brothers when we get back. Tell them what happened. Brian, man, what the fuck were you and Billy doing while those triads jumped on me and Jim? Freunde, so fährt man nicht zusammen. Was machen die? Die sind zusammengeklebt oder was? Important question, Brian. What happened there? Billy said these triads were ready to deal. Moin. Also, was hast du für tun? Sitzt da wieder eine Kollegin. Tja. Manchmal ist das Gesetz einfach stärker. Nämlich so ein bisschen was an den NRP-Server. Gibt es ja auch Leute in der Gang, die mit den Lost-Klamotten rumlaufen. Das war gerade so eine richtige Situation. Die anderen machen irgendwie einen Krieg und dann wird einer von denen festgenommen. Also ich bin ja bei der Police in diesem Server.
gerade so ein bisschen Flashbacks. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, John. You're a gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Hey, Brian. Johnny's not like that, man. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? Huh? Junge, da waren Schüsse. Gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Speichern. Inhalt. Billy verhaftet, Jim voll, Ryan, ja, ein bisschen was. Du bist das Präsident der Lost Motorcycle Club. So, was haben wir denn heute wieder hier zu tun? Was ist denn hier? Mann? Was für ein Mann? Der Mann ist also hier bei uns auf der Karte markiert. Okay, interesting. Aber warte mal, da waren noch Schüsse bei dieser Schießerei. Die Bullen haben mir gesagt, hier Schussrohr, Schuss gewesen, Scheiße. Auf jeden Fall wurde geschossen und das hat natürlich jemand gehört, das ist ja in der Innenstadt. Das hört man ja, an der Baustelle so. Bei so einem komischen Club oder einer Bauarena oder so immer das ist. Clement? Clement, you there? I'm here. What can I do you for, Congressman? Oh, listen, Clement. The taxpayer is picking up the bill for this call, so I'm going to make it brief. The amount of help I need from the man with your skills has tripled in volume, and that's a conservative estimate. If you're interested in helping me out with this, you can call me, and I'll tell you what I need. The pay will be more than adequate. Once you go down the dark path, it just keeps going, don't it, Stubbs? I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. So. Ja, natürlich, da waren ja Schüsse und alles, und da wird ja sicher einer angerufen haben, die Bullen, dass sie daherkommen und dann müssen wir uns los. Aber wir haben schon mit diesem einen Bulle geredet. Der unbekannt angerufen hat. Was hätte man denn tun sollen? Wir haben uns die Nummer rausgefunden. Pipe. I'm just an American. I like an American bike. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride. Some older, mature shit. Give me that. I'll give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. All right. Hey. What's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, yeah? You sure now? No, no. That's some serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah. Explosives. That's right. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man. You gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun, but remember this, you get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure, we will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Hey. Later. Was ist denn
unten die Kollegen. Einfach mal zu denen hoch. Linke Maus, dass sie gedrückt hält. Okay. Je länger wir die gedrückt halten, desto kürzer wird die Zündschnur. Der erste, wow. Erste sein. Alter, wie weit? Der fährt ja auch noch. Junge, bist du behindert? Boah, was war denn das jetzt? Hat er die einfach auf die linke Seite geschmissen, die Dinger? Warum? Wieso sehe ich das nicht, wo der die hinschmeißt? Wieso schmeißt er die einfach los? Hä? Wie überhaupt mache ich denn überhaupt davon? Brauche ich ja welche auch. Jetzt fahren die Vollgas weg. Toll, toll. Woher soll ich das denn wissen, wie das abläuft? Der hat ja nur gesagt, linke Maustaste drücken. Geht ja irgendwann mal irgendwas mal richtig gemacht. Wo man bis heute sagen kann, das ist einfach fair. Und dieser Scheißkarre, wie kann man denn mit sowas fahren? Das Ding rutscht und schmiert und das ist immer, Alter, das ist so eine Scheißkarre. Er schmeißt einfach auf die linke Seite. Ich muss hier die Tüten erstmal wegschalten, oder nicht? Wo ist denn das Ding jetzt? Da drüben. Junge, wie soll man das treffen? Die fahren doch die ganze Zeit. Was? Wieso habe ich denn angefangen zu brennen? Hä? Was? Nochmal. Also das war jetzt komisch. Vor allem wie soll das funktionieren? Was denkt sich Rockstar? Das Bike ist doch schon viel besser, glaube ich. Kann ich denn nicht irgendwie die Waffen wechseln? So wechsle ich den Radiosender. Aber kann ich auch irgendwie mit Waffendingen hier wechseln? Es wäre irgendwie gut. Weil ich kann ja nicht, ich muss ja auch währenddessen auch fahren und schießen und bomben und das auch immer machen. Und das geht nicht so einfach. Scheiße. Na toll. So, wo ist denn der Kollege? Jetzt kann er einmal aufhören, hier um die Insel zu cruisen. Ich muss quer durch dieses akkurierte Land fahren.
Na toll. Du hast das wieder super hingekriegt. Wow, was war das? Was war das? Wieso ist das Ding jetzt hochgegangen? Wow. Freunde, ich bin tot. Warum? Was passiert denn da? Wieso ist das denn alles so übertrieben? Wieso stirbt man direkt so heftig? Wie soll man das denn hinbekommen? Ich bin jetzt fast tot. Ich bin praktisch tot. So, wo muss ich da jetzt hin? Dann muss das mal neu berechnet werden. Bin ich da, du Arschloch. Wieso muss ich das alleine machen? Kann ich das Gym einfach mitmachen? So, wie kann ich das jetzt sprengen währenddessen? Weil ich muss ja den Wagen sprengen noch. GTA 4 hat sich da bei solchen Missions irgendwie nicht so viel ausgedacht. Muss ich jetzt sagen, weil ich habe jetzt nur die Waffe da. Ich meine, ist ja gut, dann schieße ich halt die um und dann schmeiße ich da was drauf. So, wo ist denn das jetzt wieder? Der jagt mich hier wieder quer durch die Stadt, der Bastard. Ah, falsch abgebogen. Highway oder ist er unten irgendwo unterwegs? Unten hat er markiert. Wir werden schon irgendwann herausfinden. Aber ich glaube, wir werden eh beim nächsten raufgehen, weil die werden gleich voll Feuer. Dabei gedacht. Ich möchte eigentlich schon Schichtende machen hier, weil ich habe hier eigentlich überhaupt keine Lust mehr, als dann noch um 3 in der Nacht hier noch irgendwie eine scheiß Mission 3 Stunden lang zu machen. Nein, weg vom Bike, weg. Gibt's da keine Autos? Alter, ich wohne in einer 10 Millionen Stadt und hier gibt's keine Autos. Da würde mich eigentlich voll verarschen. Ja, raus! Alter! So! Ja, das könnte noch ein bisschen ziehen. Ich hoffe, ihr habt noch die ganze Nacht Zeit. Für mich ist die Nacht schon rum. Stange ist einfach fest betoniert. Und bitte GTA, mach jetzt nicht wieder irgendeine Scheiße mit. Das sind Kackbomben. Eat me! Drücke Q, um deine Fahrzeug, deine Waffen zu wechseln. Ja toll, du Arschloch, schmeiß doch gleich vor deinen Wagen. Junge, das ist einfach. Ich weiß nicht, wieso man nicht einfach ein Wagenkreuz macht mit den Bomben. Es wäre ein bisschen einfacher. Wo liegt denn das Ding jetzt? Wieso sagt man das nicht gleich, dass man ein Waffe im Fahrzeug mit Kuh wechseln kann? Wäre etwas schlauer gewesen, das schon von Anfang an mal anzuwenden. Ja. Da geht's ja auf dem Bike nicht. Keine Ahnung.
fuckers! Time to fucking die! So, tschüss. Fuck the Angels of Death, man! Der wird sicher rüberfahren, oder? Nein. Nein! Nein, komm, bitte! Bitte, 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 war, nein! Nein! Please proceed to highlighted route. So, und jetzt? Zu Fuß, oder was? Hier gibt man einen Range Rover. So, du steigst jetzt direkt aus. Keine Widerrede. Wo ist denn er jetzt wieder abgedüst? Ist er wieder irgendwo anders? Ja. Das muss jetzt. Okay, nur da vorne. Ah, das soll jetzt Verstärkung dazu bekommen oder was? Nein. Die schießen ja auch auf mich. Die waren doch da vorne nicht da, oder? Hä? Woher kommen die? Die sind doch gar nicht mal Mitwirkende in der Mission, oder? Die schießen uns einfach irgendwelche Randoms ab. Ernsthaft? Und die fallen nicht mal vom Bike? Sieh doch. Ich meine nur extra rüber. Ich hab's sogar einen Platz und so fährst du auch damit oder was? Gib doch mal! Bitte Kugeln reinwerfen. Ist er tot? Und ihr Arschlöcher geht es auch mal nach. Come out in the open! Das steht ihm auch offen. So, jetzt Moment, ich muss erstmal einparken. Fuck you, Deadbeat! Geht doch. 2000. Okay, wo ist das Home? Gott sei Dank ist das hier gleich um die Ecke. Was macht der denn da? Jonathan? Job done, my man. Those deadbeats ain't a problem and you introduced me to your new friends. Yeah, Malcolm Deshaun a good guy. No bullshit, apart from the hair dryers they ride. Seriously, man. You should start using the brothers more now that you're in charge. Give Terry or Clay a call if you ever need some help on club business. Might even do them some good to get off their asses later on. Dein Job zurück, Rückendeckung. Aha, okay. Okay, ich kann jetzt einfach um Hilfe rufen. Dann speichern wir hier. Dann sage ich ja mal bis zum nächsten Mal. Und haut rein und bis zum nächsten Mal wieder. Wenn wir wieder hier aufwachen und der Arbeit nachgehen. Ich sage mal bis zum nächsten Mal und tschüss.